Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal Prelude. Vorab eine kleine Anmerkung. Ihr hört's vielleicht schon, mir ist die Aufnahme zwar gelungen, doch weder Ingame Sound noch meine Stimme wurden anständig aufgenommen, da ich am Nachmittag zuvor wirklich gefailt habe. Also es war wirklich schlimm. Ihr solltet jetzt, glaube ich, kein Ingame, oder ihr hört jetzt, glaube ich, kein Ingame Sound. Und ich entschuldige mich nochmal dafür. Ja, ich möchte es jetzt nochmal nachkommentieren. Das ist gewiss nicht so toll und ohne Ingame Sounds ist alles langweilig. Aber ich habe sicher keine Lust, es nochmal neu aufzunehmen. Ich spoilere euch soweit, dass ich in diesem Part Testkammer 9 und 10 erfolgreich gemeistert habe. Auch wenn ihr, wie ihr hier sehen könnt, ich war wirklich verwirrt. Ja, ich habe nochmal an der Mausempfindlichkeit immer mal wieder rumgefummelt, um zu gucken, ob das was nützt, weil ich da nie geschafft habe, in das blaue Portal zu kommen. Oh Gott, ich sehe gerade, wie fail bin ich eigentlich. What the hell? Ja, ich hoffe, dass es nicht ganz zu schlimm von mir war. Es tut mir doch auch leid. Ja, nur mal so nebenbei bemerkt, ist es nun 1.50 Uhr in der Früh. Ich hab's vorhin eben wirklich erst gerade frisch aufgenommen und hab gemerkt, dass Camtasia, also eigentlich, ich kann den Ton ja hören, also nur meine Stimme nicht, aber den Ingame-Sound kann ich hören. Und Camtasia ist kein Programm, was fähig ist, eine Studioqualität von 96.000 Hertz wiederzugeben. Da gab's Probleme mit dem Originalton, dachte ich mir, pfff. Ja, ist okay, hab's eingefügt, wollte mir den Ton angucken, und was ist? Hä? Nix ist, nix. Kein Ton, nix, da hat man nix gehört. Gut, was ihr da gerade seht, war so ein bisschen, Remi Demi. Was weiß ich, das hat sich ja, ach du heilige Scheiße, das hat sich ja alles über den Kopf gedreht. Und ja, parallel mit euch sehe ich mir diesen Part gerade an, damit ich ihn auch nachkommentieren kann. Gut, da habe ich versucht, die Ducken-Taste wieder zu belegen, aber das ist nicht so spannend. Und jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Ja, also bitte seid mir da nicht zu böse. Und ich dachte wirklich, wegen Portal Prelude, ihr seht es vielleicht schon. Ich habe wirklich nicht einen Funken von Skill. Ich brauche so lange für diese eigentlich leichte Testkammer. Da habe ich das Portal verschossen. Hab mich zuerst gefreut. Wuhu, hat geklappt. Ja, nee, doch nicht. Das war fail, war das. Gut, mittlerweile sind wir schon bei 3 Minuten ungefähr. Ich weiß es nicht ganz genau. Nicht auf die Sekunde. Und ja, dieses Video geht nebenbei auch gar nicht mal so lange, ich glaube nur 9 Minuten. Oh, ich bin froh drüber. Und ja, das, ich glaube, sowas muss man aber mal miterlebt haben bei einem Let's Player wie mir. Ja, dass ich gerade überhaupt insgesamt mit den Aufnahmen sehr am Failen bin, ist ja auch bei Bioshock öfters so. Aber ich denke, diesmal kann ich die, na gut, es liegt natürlich an Camtasia, aber diesmal kann ich auch die Schuld an mir selbst ausmachen, denn ich habe heute meine Qualität leider ja irgendwie, also erstmal habe ich meinen Stereo-Mix, glaube ich, konfiguriert, habe irgendwas mit dem Mikro versucht, ich habe alles Mögliche getan, weil ich mal gucken wollte, was ich alles so aus meinem Headset rausbekommen kann. Ja, und jetzt erzähle ich euch diese schöne Geschichte, während ich da, ich glaube, ohne Ingame-Sound immer noch, ganz still, monoton, durch das Level laufe und, tja. Ja, was gibt's da so zu sagen? Das war einfach mal Fail von mir, da habe ich geguckt, was passiert, warst du da im Portal, warst du da eins, Daten werden geladen. Hä? Hat also nicht viel gebracht. Ja, oder ich habe trotzdem gespeichert. Und ja, da habe ich auch wieder so einige Anläufe gebraucht, um dort rüber zu kommen. War jetzt nicht so, ist jetzt auch nicht so erfrischend, ist nicht so. Also wirklich, da bemerkt man mal wieder, wie ich faile. Und ja, letztendlich
ist die 10. Testkammer sehr leicht, also es ist die, die hier nachkommt. Also die 9. jetzt, die hier, fand ich, es hat schon Schwierigkeitsgrad, ist aber noch machbar. Hätte ich eigentlich viel früher noch mal, oder ich weiß es ist einige Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal Portal, geschweige denn Portal Preload oder irgendwie Half-Life so den Mod gespielt habe. Und ich muss mal kurz weiter skippen. So, wo bin ich denn jetzt? Muss ich mal gucken. So, ich bin immer noch nicht drüben, sehe ich gerade. Ha, gut. Also, ja, und von daher checke ich bei dem Game gerade herzlich wenig. Aber ich muss sagen, die 10. Testkammer, die war schon, oder die ist schon eigentlich sehr einfach. Ich meine, die habe ich sogar, glaube ich, in einer Minute oder so geschafft. Dachte mir, ja, ich setze jetzt den Cut kurz vor der 11., aber das werdet ihr ja dann gleich sehen. So, hier habe ich jetzt mal was ganz Beklopptes versucht. Ich dachte mir, springst du da unten mal seitlich rein, kriegst du einen Keks für oder so. Aber A, den Keks habe ich nicht bekommen und B, ich bin da nicht mal hochgekommen. Das war schon ziemlich fail. Und ja, ich habe es dann nochmal weiter versucht. Ich weiß, das war eine bekloppte Idee von mir. Mein Nix hat das gebracht. Nix. So. Jetzt dachte ich mir, so. Jetzt muss ich das aber langsam mal schaffen und... ja, lade die Daten, ich meine. Also, hallo. So, jetzt... Ja, ich kann da gerade herzlich wenig zu sagen. Ich meine... Wäre das jetzt live die ganz original Aufnahme, dann wäre das natürlich ein Part gewesen, der wahrscheinlich so seine Qualität gehabt hätte. Allerdings ist das bei diesem Part überhaupt nicht der Fall. Hier ist das nicht so. Und ja, ich lade praktisch die Daten im Sekundentakt, weil ich da motherfucking noch eins nicht hochkomme. Ich glaube, ich komme da nur durch Glück in so einer lustigen Wendung rüber. Wie war das nochmal? Ich glaube, jetzt, oder? Nee, doch, jetzt bin ich da oben und damit habe ich die 9. Testkammer geschafft. Leider hört ihr jetzt auch nicht, was Mike zu... Also, ihr könnt ja lesen, was Mike da sagt. Moment, ich kann das gerade selber nicht sehen. Aber er sah wie ein einflussreicher Beamter aus. Naja, nicht so wichtig. Wissen Sie, wo Eric sein könnte? Ja, Eric ist anscheinend verschollen. Ich habe keine Ahnung. So, und wir sind in der Testkammer Nummer 9. Das ist aber die 10. What the hell? So, die 10. Testkammer ist um einiges leichter. Wir holen uns erstmal den Kubus. So, damit den ersten Schalter aktiviert. Gehen weiter. Und dort finden wir noch einen zweiten Schalter. Na los, gehe ich denn jetzt mal? Ja, so. Und ich kann euch schon mal sagen, dass nicht mehr so viel kommen wird. Also jetzt hier von dem Video kommt vielleicht auch eine Minute, da kommt jetzt nicht mehr viel bei dieser Testkammer. Erstmal bin ich mal so frech und klaue mir den Kubus. Allerdings kann ich dort keine Portale setzen. Okay. Witzig. Ich nehme ihn trotzdem mit. Und ja. Ich möchte mich dann nochmal bei euch entschuldigen. Wirklich, ich kann mir vorstellen, ihr denkt euch jetzt auch, what the fuck, der nachkommentiert, oh mein Gott, das ist doch kacke. Ja, ich setze mich erstmal in den schönen Aufzug rein. Und der ist wieder am Labern hier. Der Mike, redet, Eric ist ja irgendwie nicht da, der kommt wieder in Testkammer 100 Milliarden, 30 und 0,6. Ich weiß es nicht. Und ja, wir begutachten jetzt eigentlich nur noch Testkammer 11. Das war's aber eigentlich auch schon. Also über mir ist noch so ein... wie soll man sagen? Diese Feuerballmaschine. Kamehameha. Gut. Soweit war's das aber von mir und Portal Preload. Ich bedanke mich für alle, die es trotzdem geschaut haben, auch wenn ich jetzt nachkommentieren musste. Das war Fail von mir. Wird das nächste Mal nicht wieder vorkommen. Dafür sorge ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in Testkammer 11. Tschö, tschö. Bis denn.